Ja, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier zum Regel-Info-Video der National Pokémon Battle Liga. Mit dabei sind der liebe Zelos LP und auch der Pokémon Tutorial TV. Wir werden euch heute mal ein bisschen die Regeln erklären und auch ich werde euch dann gleich nochmal einmal die Teams vorstellen, wer welches Team leiten wird und auch welche Teamnamen überhaupt eigentlich dabei sind. Der liebe Daniel bzw. der Pokémon Tutorial TV wird euch dann einmal die Regeln erklären und der liebe Zelos IP wird euch dann den Dwarf bzw. das Kadersystem erklären, weil man muss sich ja ein bisschen informieren, wie die Liga ablaufen wird und das werdet ihr alles heute in diesem Video erfahren. Heute ist der 12. und ihr könnt euch schon mal ganz groß oder ganz dick fett mit einem roten Stift den 19.8. einmal bitte schön bei euch im Kalender ankreuzen, Freunde, weil dann wird live auf YouTube hier bei mir auf dem Kanal gestreamt. Link alles oder anderes weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir werden dann live auf YouTube streamen, das heißt, wir werden dann den Draft live machen. Das heißt, ihr könnt live dabei sein, was gepickt wird, wie wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen, was weggepickt wird, was gesniped wird und könnt ihr live mitverfolgen hier auf YouTube. Das werdet ihr dann am 19.8. hier auf dem Kanal sehen. Es wird auf jeden Fall witzig werden und es wird einige nerven wahrscheinlich. Wird auf jeden Fall richtig lustig. Kommen wir mal zu den Teams. Ich stelle euch jetzt mal die Teams vor, welche überhaupt dabei sind, damit ihr überhaupt mal einen Überblick kriegt und wisst, welche Teams werden von wem geleitet. Wir haben einmal die todbringenden Togekiss, die werden von LRJ geleitet. Dann von den Epic Mon YouTube werden die Top Lane Laloons geleitet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die kommen nämlich irgendwie von LOL ist das angesiedelt so ein bisschen. Dann vom lieben Zelos LP sind die Olympus Rage angekündigt worden. Die flutschigen Zäpfchen werden von dem lieben Nestflo geleitet. Dann All Stars Unlimited werden von Lord Ends geleitet. Die Werkstatt Kasten Gang werden von Quaycom geleitet. Die Steelhammer werden vom Pokémon Tutorial TV geleitet. Fireworks wird von It's for Tweef geleitet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Aber Freunde, ihr seht einfach nochmal alles unten in der Beschreibung. Da werdet ihr auf jeden Fall nochmal alles sehen und auch alles wieder drin stehen. Dann Stealing Steltics werden von Seals geleitet und zum Schluss kommen dann die Pirates of the Pokémon, die werden dann von mir geleitet. Wir haben hier super viele coole Teams und auch super geile Logos und ich denke mal, das war es auch schon von meinem Part aus. Wie in jeder Liga auch, gibt es natürlich auch in der National Pokémon Battle Liga auch Regeln, die ich euch jetzt mal in der Kurzfassung vorstellen werde. Wenn es Fragen dazu gibt, könnt ihr diese natürlich gerne in den Kommentaren stellen und wir beantworten euch diese. Gespielt wird im Einzelkampfmodus 6 gegen 6 auf den Editionen der 7. Generation, sprich ihr braucht eine Ausgabe von Pokémon Sonne oder Mond. Es gelten im Übrigen folgende Clauses, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde, sondern nur namentlich nennen werde. Die sogenannte Species Clause, die Sleep Clause, die Evasion Clause, die One-Hit-KO Clause, die Bait and Pass Clause, die Swagger Clause, die Item Clause, die Endless Battle Clause und die zu guter Letzt die Moody Clause, die Fähigkeit Gefühlswippe verbietet. Zugelassene, nicht zugelassene Pokémon und Items. Gebannte Pokémon sind alle Pokémon im Uber oder höher. Logok und Demeteros sind ohne versteckte Fähigkeiten in ihren jeweiligen Tiers. Folgende Items sind übrigens auch gebannt, nämlich Logok Need, Rotalanda Need, Kangama Need, Lucario Need, Gengar Need, das Blendpuder-Item und Lachsrauch. Zu den versteckten Fähigkeiten nochmal. Neben allen in Deutschland verfügbaren Pokémon-Fähigkeiten dürfen auch ausländisch erhältliche versteckte Fähigkeiten benutzt werden, sofern diese legal und ohne Cheaten erhältlich sind. Es wird im Übrigen auch Playoffs geben und in diesen stehen sich die ersten 7 Teilnehmer im K.O.-System gegenüber. Der Erstplatzierte ist automatisch eine Runde weiter. Am Ende der Season werden wir euch hierzu nochmal nähere Informationen bekannt geben. Wenn euch irgendeine Regel unklar ist, könnt ihr sie gerne mal unten in die Videobeschreibung abchecken. Dort ist ein Link zu den Regeln. Da kommt ihr nochmal ausführlich auf die Regeln. Dort wird nochmal, wie gesagt, alles ausführlicher erklärt. Da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Gut, dann würde ich sagen, komme ich jetzt mal zu den Draft-Systemen, was auch etwas komplizierter ist. Deswegen auf jeden Fall gut zuhören und am besten die Tierlist öffnen. Die Tierlist haben wir selber erstellt. Die ist unten in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, nächste Woche Samstag um 18 Uhr, also am 19.8. um 18 Uhr, wird live auf
YouTube, auf Yves' Kanal, der Draft stattfinden. Und das Gute an YouTube ist einfach, dass man es zurückspulen kann. Also wenn ihr zu spät seid, könnt ihr das einfach zurückspulen und von vorne nochmal angucken, weil es einfach wie ein Video ist, wenn man es auf YouTube streamt. Und gut, komme ich mal zum Draft-System. Die Teams der Teilnehmer bestehen natürlich aus 11 Pokémon, die am Ende erdraftet werden müssen. Jeder Teilnehmer hat 400 Punkte und 7 freie Picks. Ihr seht jetzt auf der Tierliste, dass wir die Pokémon nach Tiers eingeordnet haben. Wir haben kein OU, kein Yulu, dafür haben wir aber Tier 1, Tier 2 und so weiter und so fort. Wie gesagt, jeder Teilnehmer hat 400 Punkte und 7 freie Picks, die wie folgt aufgeteilt sind. Aus Tier 1 hat man einen freien Pick, aus Tier 2 hat man auch einen freien Pick, aus Tier 3 hat man 2 freie Picks, aus Tier 4 hat man einen freien Pick, aus Tier 5 hat man einen freien Pick und man hat einen freien Megapick. Und die Megas haben wir auch in 3 verschiedenen Tiers eingeordnet. Je nachdem, welches Mega man nimmt, bekommt man entweder 0 Punkte zu den 400 dazu, 20 Punkte zu den 400 dazu oder 60 Punkte zu den 400 dazu. Und dann kann jeder selber entscheiden, welche Pokémon er mit den 400 Punkten noch am Ende pickt. Die restlichen 4 Pokémon sind es dann noch. Und wichtig ist nur, dass man die 400 Punkte nicht überstreitet. Kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel ein Tier 1 Mega genommen, habe dann 400 Punkte, also keine Pluspunkte dazu bekommen und habe dann noch 4 Pokémon, die man am Ende noch picken, also die keine freien Pokémon sind. So, dann könnte ich mich für ein Tier 1 Pokémon entscheiden, dann würde ich minus 180 Punkte bekommen. Seht ihr ja gerade, das steht hier unter Tier 1, dass da minus 180 steht. Dann könnte ich mich für ein Tier 2 Pokémon entscheiden, denn dort sind minus 120, das heißt minus 300 von den 400 Punkten wurden mir abgezogen und dann hätte ich noch 100 Punkte für die restlichen 2 Pokémon. Dann könnte ich mir aus Tier 4 und aus Tier 5 ein Pokémon nehmen und dann hätte ich die volle Punkte. Man muss natürlich nicht die 400 Punkte erreichen, man kann auch 380 erreichen. Wichtig ist aber nicht, dass man irgendwie auf 420, 440 oder sowas kommt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und ja, ich hoffe, das ist für jeden klar, wie wir dann nächste Woche Samstag um 18 Uhr picken werden. Es wird auf jeden Fall richtig cool. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr, sehr drauf. Wichtig ist auch noch zu sagen, dass am Ende des Draftes jeder ein Z-Attacke auf ein Pokémon festlegt. Das ist noch eine sehr, sehr wichtige Info und da gibt es auch noch eine sehr, sehr wichtige Regel, denn es dürfen keine Z-Attacken benutzt werden, die einen oder mehrere Statuswerte boosten und den Anwender heilen. Natürlich könnt ihr auch bei jedem Teilnehmer vorbeischauen, wenn ihr möchtet und gegebenenfalls ein Abo dalassen. Würde uns natürlich auch mega freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder auf Yves' Kanal um 18 Uhr. Und da würde ich sagen, haut rein, bis dann und ciao. Ciao. Ciao.